Okay, wunderschön. Haben wir die Quest endlich geschafft. Jetzt dann halt mit der nächsten Gruppe, aber okay. Ich wollte ihm gerade noch zuwinken. War schon tot. Du hast ihn zu Tode gewunken. So, haben wir hier noch irgendwas? Nein, ist schon fortgeschritten, ne? Oh, schwarzer Tag. Das ist sehr interessant. Da machen wir mal das Kräftemessen zur Mitternacht. Was hieß das? Donner und Eis. Aber grundlegend sollte die Eisschwäche höher sein, oder? Ich nehme auf jeden Fall mal Eis. Auf welchem Nintendo spielst du? Was? Gar nicht? Auf was spiele ich dann? Ich spiele gerade auf einer PSP. nee, ich spiele auf dem Standard Nintendo 3DS. Also wirklich komplett Standard. Ich glaube, der erste seiner Generation. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein Facelift bekommen hat oder sowas mal. Aber grundlegend, wie gesagt, ein ganz normaler 3DS. Ich hätte mir ja schon lange ganz gern den New 3DS XL geholt. Aber leider ist da die Capture Card immer noch nicht verfügbar. Und ich habe langsam das Gefühl, das wird sie auch nie. Na, schauen wir mal. Das Einzige, wofür ich es ja gerade eben unbedingt haben wollte, wäre Xenoblade Chronicles. Aber da das eh noch eine Weile dauert, weil ich eh gerade keine Möglichkeit habe, das zu spielen, ist es eigentlich auch gerade nicht so wichtig, weil ich muss sagen, der kleine normale 3DS macht auch schon einen richtig guten Job. Ich habe ja noch privat theoretischen XL, der ist halt schon cool. Aber auch der normale 3DS. Früher dachte ich so, ja, ist halt schon ziemlich klein, aber wie gesagt, der macht eine gute Arbeit. Wer hat eigentlich alles schon Switch? Ja, bestimmt einige, oder? Weiß ich jetzt nicht. Switch ging ja auch wieder ziemlich gut, so muss man sagen. Moment noch, ja, okay. Passt mir eh noch ein paar Sachen zusammen. Ich habe kein. Ja, gut, okay, ich kann mir Tränke kaufen. Das passt dann. Bettsteine nehmen wir wieder mit. Kalt. Nee, nach. Heißgetränke. Ist ja in der Nacht. Die Sachen können wir wegpacken. Jetzt habe ich die Bettsteine weggepackt. Das war natürlich nicht so gewollt. Kaltgetränke weg, genau. So war das. Und das sollte es eigentlich gewesen sein. Ich meine, es ist bloß ein schwarzer Gravi. Was habe ich denn die ganze Zeit? Schwarzer Diablos. So. Weil sie halt beide auch schwarz sind. Schockfalle. Und kann's losgehen. Passt ja soweit alles, ne? Ja, passt alles, sehr schön. Wie schlimm ist es, das falsche Element zu haben? Sonst schaue ich nicht. Oh, ja. Falsches Element, vor allem zwischen Schwäche und Stärke, ist wirklich eine Katastrophe. Muss neue Tränke kaufen, herstellen. Ja, klar. Du und Lanze, das wird witzig. Okay. So ein kleines Experiment. Ja, schauen wir mal. Bist ein Fan von Paar, Gift und Bombe? Ja, das ist eigentlich immer ganz gut. Da muss man dann zwar auch so ein bisschen wissen, wogegen die Monster schwach und stark sind, aber grundlegend ist es eigentlich immer eine coole Sache, weil die meisten Monster reagieren ja drauf. Klar, wenn du jetzt natürlich gegen Gypkoros gehst oder so irgendwas oder ein Yangaruga mit Gift, dann bist du selber schuld. Aber wie gesagt, meistens ist es ja eine gute Möglichkeit. So, Diablos, jetzt geht's dir an den Kragen. Ist ja eine Sie jetzt. Ist ja so, schwarze Diablos ist immer weiblich. Oh, au. Aber auch du hast keine Chance. Da nochmal drauf. Okay, ich bin sogar drauf. Sehr schön. Ich habe jetzt gerade nicht gesehen, ob das getroffen hat oder nicht. Aber das passt jetzt natürlich sehr gut. Okay. Ja, jetzt hör mal auf, hier rum zu ragen. Oh, gleich nochmal. Oh, okay. Ja, komm schon. Das wird ultra eng. Okay. Prima, und sie liegt.
So, auf die Hörner! Wird ja sowieso wieder nichts. Mit einem komischen Biest. Da ist der Schweif eigentlich echt sinnvoller. Oh, nice. Bei dem kann man dann definitiv ein bisschen mehr rausholen als bei den Hörnern, die wie gesagt sowieso nicht funktionieren. Oh, sorry. Sorry, Darth Plagueis. Tut mir leid. Beim Eingraben gemountet. Ja, es war eine ziemlich knappe Sache. Es ist natürlich ultra cool, wenn dann sowas funktioniert. Hofft man ja immer, dass dann ein Monster umfällt oder so irgendwas, wenn sich gerade eingräbt oder abhaut. Jetzt muss man aber gerade ein bisschen aufpassen. Ich weiß natürlich auch nicht, was der schwarze Diablos jetzt Neues kann. Er kann den Rauschsprung. Ja, aber das ist jetzt nichts Neues. Zumindest kenne ich es halt noch von früher. Dieses Rauslaufen kann ich jetzt so nicht vom normalen. Dieses Rausspringen kennt man ja schon von Try. Aber ansonsten weiß ich jetzt wirklich nicht, was es so Neues kann. Das ist auch manchmal so die Frage, weswegen dann Unterarten überhaupt das sind. Lieblingsmonster, Tigi, Nagakuga, Yangaruga. Das sind so meine Lieblingsmonster. Aber grundlegend habe ich irgendwie was für jedes Monster, weil alle sind halt an sich irgendwas sehr cool. Okay, dort hinten ist er. Ich wollte gerade fragen, wo ist der schwarze Diablos hin? Ja, ja, jetzt komm. Das ist halt immer so das Problem, wenn so ein Diablos einfach bloß noch die ganze Zeit durch die Wüste rumraged. Wenn man überhaupt nicht angreifen kann. Ah, okay. Bloß der normale. Alles gut. Alles prima. Bloß nicht über mich drüber rennen. Dann passt alles. Auf den Schweif! Komm schon. Sollte doch eigentlich auch beinahe weg sein, oder? Da wurde ja auch schon gut draufgehauen. Habe ich hier schon wieder umgeschubst? Ist echt schlimm. Da Flag ist, wir stehen uns gerade irgendwie. Also du stehst. Steh ich immer falsch? Stehst du falsch? Ich weiß es nicht, aber gerade eben läuft es nicht so bei uns, ne? Tut mir auf jeden Fall leid. Oh Mann. Was auch Ketsu, also von Monstern, die ich so mag. Ja, hä? Ich habe ihn nicht mal berührt. Der Sprung gerade eben ging nur voll daneben. Was war das denn? Wieso habe ich denn da jetzt die Möglichkeit bekommen? Oder ging der gar nicht daneben? Ich hätte schwören können, der ging voll in die Luft. Ja, nein. Ah, verdammt. Wollte ich gerade noch zwei, drei Schläge machen. Okay, jetzt. Er ist halt gerade im Agro. Das ist ultra schwer. Puh. Oh, wir haben ein Horn weg. Nice. Hat da jemand Explosionsschaden oder Körperbrecher oder so irgendwas? Teilebrecher oder wie auch immer das heißt? Oder war das einfach bloß ganz gut draufgehauen? Ist auf jeden Fall cool. Ja, das war ein Sprungschaden, aber ich wollte eigentlich den Schweif treffen. Na gut. Ja, aber auch Ketsu finde ich ganz interessant. Das ist zwar nicht das schönste Monster, aber ganz interessant vom Prinzip her und sowas ist es schon. Da haut er ab. Okay. Wie gesagt, ein Horn haben wir. Schweif sollte eigentlich auch nicht mehr so viel aushalten. Da gab es auch schon einige gute Treffer drauf. Er ist auch nicht ganz so groß, dass man den Schweif gut treffen kann. Ah, nein. Oh, das wäre beinahe die falsche Richtung gewesen, wo ich hingerollt wäre. Oh, war es auch beinahe. Was ist meistens so, dass man die Monster nicht berührt hat und das mountet? Okay, das ist merkwürdig. Oh, Mizutsune. Mizutsune ist natürlich auch ein guter Eintrag. Mizutsune ist ein sehr cooles Vieh. Allgemein die ganzen Flagship-Monster aus Gen. Also gerade auch Gamot und Astalos. Auch sehr, sehr coole Viecher. Definitiv. Nein! Darth Plagueis, das tut mir so leid. Irgendwie. Hilfe. Okay. Oh Gott. Das Verlangen, dass man selbst sieht, zählt nicht, ob es das Monster trifft oder nicht. Es zählt nur, ob man das Monster auf dem Bildschirm vom Host trifft. Ach so. Nein. Oh, wie gemein. Da habe ich jetzt gerade überhaupt nicht drauf geachtet. Ach so. Durch ein paar Lags oder sowas. Ah, okay.
Ah, verdammt. Tut mir leid. Da habe ich gerade mal auch nicht drauf geachtet. Da wurde ich zwei, dreimal getroffen, ohne wirklich drauf zu achten. Das ist blöd gelaufen. Er wird schon sehr schnell aggro. Ich nehme trotzdem Maxi. Danke. Ah, ich hätte keinen Maxi nehmen sollen, aber gute Karl. Ah, oh, in den letzten 5 Sekunden wieder, ne? Es ist immer so. Die letzten zwei, drei Schläge. Ich gehe nochmal drauf. Ach, blöd. Na gut. Habe ich mich zu sehr auf den Chat konzentriert? Gebe ich zu. Gebe ich wirklich zu. Das heißt, ich habe einfach nochmal ein bisschen das Geld reduziert, das wir bekommen am Ende. Mehr war das jetzt nicht. Von mir aus. Schweif haben wir jetzt auch nicht mehr bekommen, oder? Nee, schade. Aber okay. Auf jeden Fall haben wir den schwarzen Diablos bekommen. Maxi ist bestanden, ja. Jetzt haben wir gerade den gekillt. Seine Schuld, ja. Hättest du nicht schneller killen können? So, dafür töte ich jetzt den Khonshu hier. Schneid ihn auf. So, selber schuld. Wow, gerade noch so den Schmetterreißzahn bekommen. Es war aber ganz knapp. Sehr schön. Haben wir auf jeden Fall den. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob es das jetzt wirklich schon war. Oder ob wir jetzt nochmal einen Weltquest machen müssen. Schauen wir mal. So, erstmal das Zeug. Rückenkamm. Ein Starkhorn schon wieder. Sehr schön. Ein Rückenmark. Gibt es hier nicht auch wieder Herz von ihm? Ich glaube, das ist halt auch so ein Ultra-Rare, ne? Es war ja eure Schuld, dass ich nicht schneller killen konnte, ja. So kann man es natürlich auch sehen, ja, okay. Das Beste war, ich mache die ganze Vorarbeit mit den Dämonenmodus, dann kommt ein Dragon eine drauf. Ja, es ist manchmal so. Oh, wow! Gleich eine Goldkrone. Zwar, ja, der war schon ziemlich klein, muss man sagen. Eine Goldkrone in der. In der. Ja, eine kleine Goldkrone, das ist krass. Sehr schön. Ultra Rare für beide ist das Diablos Hardhorn. Okay. Aber ist sein Herz nicht ziemlich rare? Oder was? Ich glaube, sein Herz war schwierig zu bekommen, oder wie war denn das? Einmal ist der Herz in Ordnung, aber wenn es jetzt nochmal macht, dann bekommt er gleich wieder einen Timeout. So, machen wir weiter. Es gab scheinbar keine besondere Quest. Das heißt, das war definitiv nicht Key. Oh, Höhlenwirrwarr. Ah, krass. Ich dachte mir noch, wäre cool, wenn so eine Quest mal kommt. Jetzt kommt sie. Sehr schön. Machen wir auf jeden Fall die Bergrettung. Ah, Höllenzinoge. Na gut. Frühestens in der nächsten halben Stunde, DEFCON. Frühestens. Da sollte der Blitzschaden. Na, nee, ich habe. Doch. Nee, ich habe Eis gerade eben. Wie gesagt, Höllenzinoge sollte Blitzschaden sein. Ja, es ist gerade ein bisschen blöd immer, weil meine Blitzwaffe ja noch nicht so gut aufgewertet ist. Was habe ich denn sonst noch? Feuer? Nee. Schlaf? Schlaf ist ganz interessant. Na komm, nehme ich Blitz. Was habe ich hier denn noch so? Die Wasser und Eis, Lähmung und Wasser. Nee. Achso, Seregios an. Ja. Meinst du deine? Oder allgemein? Konstitution, Schärfe plus 1, Blutung nichtig, ruhige Hand. Und halbiert die Verringerungsrate von Schärfe. Ja. Vom Talisman hast du 8 Handwerk. Ja, das heißt, die ruhige Hand hat er größtenteils. Verhindert, dass seine Angriffe abgelenkt werden. Das heißt, Schärfe und Schärfer. Ne, Fechten und Schärfer. Ne, Fechten und Schärfe, so rum. Diablos Herz war, glaube ich, Ultimate im Mogerwald. Was? Nee. Achso, Windshäuptling. Oh, krass, ja, stimmt, der Windshäuptling. Hoppla. Ja, wäre klar.
das weiß ich schon. Ist ganz interessant. Mir fehlt da persönlich aber auch Stöpsel, muss ich sagen. Und den drauf zu bekommen, wird schwierig. Also eine nur Seregios-Rüstung werde ich wahrscheinlich nicht machen. Aber vielleicht so ein bisschen, Dings. So ein bisschen Mix. Aber ist eine coole Rüstung, definitiv. So, reden wir doch mal kurz mit dem Windshäuptling. Den habe ich komplett übersehen. Muss ich wirklich. Es ist erstaunlich, wie man so jemanden übersehen kann. Gut, die Sprechblase ist nicht so groß bei ihm, aber ich habe es wirklich nicht gesehen. So. Hm, junger Jäger, deine Taten versetzen mich weiterhin in ungläubige Staunen. Ich spüre, dass du bereit für größere Herausforderungen bist. Deshalb habe ich eine weitere dringende Quest für dich. Deine Aufgabe wird es sein, einen Gormagala zur Strecke zu bringen. Gormagala? Das ist die Dings, die Überleitung? Nach Gravios, Diablos, Rattalos, Seregios, jetzt ein Gor? Strange. Dieser Gormagala unterscheidet sich jedoch recht deutlich von anderen Exemplaren seiner Art. Ah. Selbst unsere erfahrensten Beobachter haben gezittert, als sie von dem Monster berichteten. Sie nannten es unnatürlich und meinten, dass es zu sonderbar sei, um es als ein normales Lebewesen anzusehen. Ich wünsche dir Glück, junge Jäger. Pass da draußen auf dich auf. Ach, und bevor ich es vergesse, einer der Wachhauptmänner wollte mit dir sprechen. Könntest du die Bitte anhören, was er zu sagen hat, wenn du Zeit hast? Ja. Einer der. Sag doch der links neben mir. Zum Gruße, guter Jäger. Würdet ihr mir eine Minute eurer Zeit schenken? In letzter Zeit kam es überall im Lande zu seltsamen Vorfällen, bei denen große Mengen Feuerpulver verloren gegangen sind. Eine Stadt hat berichtet, dass in ihr Waffenlager eingebrochen wurde. Oder besser gesagt, dass es in Stücke gebrochen wurde. Der Vorrat an Feuerpulverfässer, die dort gelagert wurden, wurde nirgends gefunden. Zunächst nahm man an, dass jemand das Lagerhaus zerstört hat, um die wertvollen Waffen darin zu stehlen. Aber alles, was entwendet wurde, war das Feuerpulver. Es fehlt keine einzige Waffe. Doch es wird noch seltsamer. Klumpen einer äußerst zähen Flüssigkeit, die an schwarzes Öl erinnert, wurden am Tatort gefunden. Berichte über ähnliche Vorkommen häufen sich von Tag zu Tag. Sie haben nicht die leiseste Ahnung, was vor sich geht. Ich hatte das Gefühl, dass es bei der Lösung dieses Rätsels von Nutzen sein würde, euch einzuweihen. Eine dringende Quest wurde für euch vorbereitet. Lasst es uns wissen, falls ihr bezüglich der Vorkommnisse irgendwas in Erfahrung bringen könnt. Aha, ein schwarzes Öl. Ja, Diablos Herz war ein Trial Ultimate, steht in Kiranico. Ja, aber, Dings, Diablos Herz gab es auch schon für dem Unite. So. Darth Plagueis. Macht. Das ist jetzt ein Spoiler, wenn du so schreibst. Das war jetzt echt blöd. So. Okay, Geon Kastarex. Jäger, du hast eine weitere dringende Quest vom Windshäuptling erhalten. Diesmal solltest du einen Gormagala jagen. Über dieses Monster muss ich dir wohl nichts erzählen, oder? Nun, vielleicht doch. Laut den neuesten Drachenwachtberichten unterscheidet sich der am Himmelsberg gesichtete Gormagala von den anderen. Man kann nicht einschätzen, welche Art Kräfte er besitzt. Bleib wachsam dort draußen, Jäger. Wenn du erfolgreich bist, wirst du für G3 Sterne-Quests zugelassen. Und davon habe ich viele, die gemeistert werden müssen. Komm also unversehrt zurück, ja? Komm nicht wieder vor? Kein Problem. So, erweckte Plage. Oh wow, der sieht krass aus. Jage ein Gormagala. Ich finde es ja immer ein bisschen uncool, wenn dann Unterarten, in großen Anführungszeichen, keine Unterarten Namen bekommen. Weil so muss man halt immer extrem drauf achten. Ist ja beim Rajang genauso. Der wütende Rajang ist ja auch nicht vom normalen Rajang zu unterscheiden, außer vom Bild her. Ist immer ein bisschen schwierig, das dann. Dann hätte man wenigstens noch eine kleine Dings dazu machen können. Eine kleine Randnotiz. Aber grundlegend. Ja, grundlegend ist es ja schon in Ordnung, nur ich fände es vielleicht ganz cooler, wenn man wenigstens sagen würde, okay, er ist anders. Das ist ja beim hungrigen Devilio ist es mittlerweile so, oder? Oder wurde da auch bloß das Bild geändert? Ich bin gar nicht sicher. Na, schau mal. Was heißt schau mal? Bin ich jetzt gar nicht sicher. Bekommt er, glaube ich, später. Ach so, das heißt, er wird jetzt bloß noch nicht als Unterart. Okay, das wäre in Ordnung. Die Community nennt ihn Chaos Magala. Aber so viele Quests gibt es bei ihm nicht, dass man das verwechseln könnte. Okay, ja, klar, Verwechslungsgefahr ist nicht so unbedingt da. Aber ich finde es trotzdem schöner, wenn die Monster halt einen eigenen Namen haben, bei dem man sie dann halt auch nennen kann.
Wie gesagt, Verwechslungsgefahr gibt es halt auch nicht unbedingt beim Rayang. Das ist klar, man kann es ja schon gut sehen. Doch nicht? Also wie gesagt, es ist nicht ganz so schlimm, aber ich jetzt, wenn ich es gemacht hätte, hätte ich ihm einen Namen gegeben. Einfach bloß, damit es auch so irgendwie gleichmäßig ist, dass man da nicht durcheinander kommt. Mein Sohn kam auf Kandidaten aller Monster aufsagen. Nur hält er sich für einen Jäger. Gerade ist er zum Himmelsberg unterwegs. Ja, großartig. Chaotischer vielleicht, weiß ich gerade nicht mehr. Na, schauen wir mal. Seine Rüstung wird mit Chaos angesprochen. Also wie gesagt, wir werden sehen, was sich tut. War jetzt auch keine wirkliche Beschwerde, es war bloß so. Ich würde es anders machen. Damit es halt wirklich gleichmäßiger ist und schöner zu sehen. Okay, nein, au, oh mein Gott, das tut weh. Ah, ich habe Nullbären vergessen, das ist blöd gewesen. Das tat richtig weh, danke. Ah, wo bin ich denn hier gerade eben? Dort war ich, okay. Ich weiß auch gerade nicht wirklich, wo ich bin. Okay, jetzt so ein Nullbären habe ich gerade ein bisschen ein Problem, aber naja. Darf ich mich nicht so häufig treffen lassen. Nullbären beim Höllenzynurge ist halt aber auch ein bisschen blöd, weil man kann schon relativ häufig vom Drachenelement getroffen werden. Da wäre eigentlich so eine Nebelbombe, so eine Rauchbombe ganz cool. So Dampf. Dampfbombe? Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Na gut. Solange wir noch draufhauen können, ist ja alles in Ordnung. Ah, nein. Okay. Das wäre eigentlich wirklich deutlich sinnvoller, weil dann kann sich jeder halt da mal raufheilen. Und gerade bei so einem Vieh, das so häufig diesen Effekt macht, wäre das echt sinnvoll. Hat nicht zufällig jemand dabei oder so? Nee. Scheinbar nicht. Werde ich mal vielleicht mal merken, dass ich dann vor allem beim Höllenzynurge, vor allem im G-Rank, Hilfe, da mal was mitnehme. Oh, Xamorok hat auf jeden Fall ein bisschen Drachenabwehr, weil ansonsten hätte nicht bloß den leichten Effekt. Ah, guck mal. Gesagt, getan. Ja, wunderbar. Na gut, jetzt habe ich den Effekt zwar nicht mehr, aber durchlaufen kann man trotzdem mal. Ah, Gott. Au. Du magst Höllenbauer nicht gerne. Ah, ist ein fieses Biest. Definitiv. Ich finde es ja eigentlich ganz cool, aber ja, wie gesagt, das ist sehr gefährlich. Vor allem jetzt im G-Rank macht es halt unendlich viel Schaden. Gut, ich meine, ich habe halt allerdings, Deo heißt das? Nein, Deo heißt das nicht. Drankiller. Deo ist für Dings. Deo ist für Gestank. Okay, da komm schon, da wenigstens ein bisschen rein. Oh. Wunderschön, da nochmal ein bisschen drauf, dass wir wenigstens ein bisschen Schaden machen. Wir müssen ihn halt auch, das ist halt immer das Gemeine, finde ich, da waren wir so blöd in der Ecke drin. Das könnte mein Todesurteil sein. Das ist halt immer das ultra gefährliche an einem Höllenzynurge. Oder an Zinoga allgemein, dass man ihn halt angreifen muss, um ihn da rauszuschlagen. Okay. Und weg. Oh Mann. Hilfe. Tragbare Dampfbomben. Danke. Genau das meine ich. Ja, also. Ja, das ist dann immer so erleichternd, wenn er endlich mal aus dieser Phase rausgeht. Das ist nämlich so angenehm. Das macht das halt auch kaum mehr Schaden. Das andere hätte mich vorhin, glaube ich, gewone-hittet. Zumindest nahezu. Ja, nochmal. Jetzt können wir auf jeden Fall wieder ein bisschen zuschlagen. Wenn jetzt noch sabbern würde, wäre natürlich alles perfekt. Tut er leider gerade eben nicht. Oh, aber es ist gelähmt. Das ist fast sogar noch besser. So, hauen wir hier drauf. Vielleicht... Ach! Gerade nicht genügend, oh wie gemein. Dass ich gerade eben so ein bisschen zu wenig habe. Oh je, was macht er denn? Achso, das Laufen, okay, ich dachte gerade so. Irgendwas, ich sehe gar nichts. Ich dachte mir, es wäre das Laufen, nur ich dachte, dass die Strahlen dann schneller zu mir kommen. Scheinbar hatten wir da aber Glück, wie das lief. Okay, nee, niemand ist drauf, ich dachte gerade schon. Ah doch,
Das ist auch manchmal so merkwürdig. Und wenn halt ewig lang keiner draufkommt. Das passt jetzt natürlich schön. Quest lief am Anfang nicht so gut. Jetzt passt das aber wieder. Also jetzt haben wir gerade wieder ein bisschen Oberwasser gewonnen. Und ich denke, da wir halt auch ganz gut Schaden machen, sollte das auch bald das schon gewesen sein. Schauen wir mal. Je nachdem. Wenn du jetzt auch jedes Mal fragen musst, ob du darfst. Einmal gerade eben. DEFCON, einmal. Wir machen es jetzt aber trotzdem. Jede Stunde nur. Wie gesagt, sobald Monster Hunter vorbei ist, sobald Monster Hunter vorbei ist, sind meistens die die Leute dann ewig, die Monster Hunter spielen. Das ist es halt. Deswegen macht es dann überhaupt keinen Sinn. Okay, das war der Schweif, sehr schön. Bist wieder da? Okay, willkommen zurück, Zocker Profi. Wow. Immer Fragen, da gibt es keinen Bann. Wenn du mit den Fragen nervst, dann gibt es auch Bann. Und der ist wieder aggro. Das ist nicht gut. Oder zumindest aufgeladen. Oh, na, eine Peitsche. Komm schon, komm schon, komm schon. Dann alle 2 Stunden. Na gut, von mir aus. Alle 2 Stunden sind in Ordnung. Wenn die Leute so lange bleiben. Es war gerade ein bisschen uncool, dort reinzurennen, die Bälle. Aber egal, ich wollte ihn halt nochmal ein bisschen angreifen. Je mehr wir ihn angreifen, desto schneller ist halt die Chance, dass er nicht mehr diesen Agro-Modus hat. Ja, komm schon. Ach, diese Bälle überall. Die macht er jetzt häufiger, ne? Der macht jetzt auch beim Backflip und sowas. Das ist das neue im G-Rank, Höllenzinoge. Den haben wir das letzte Mal überhaupt nicht gesehen, weil wir ja instant... Oh, wow. Weil wir ja instant umgekombot haben. Oh Gott. Jetzt ist es natürlich schon eine andere Sache. Ah, ja. Kamen sie schon wieder. Ah, es ist echt fies. Komm schon. Ja, das ist richtig cool, weil alle Angriffe, wo er dann so ein bisschen... was? Richtig cool? Richtig uncool. Weil alle Angriffe, wo er dann angreifbar ist, dort spawnt er dann diese Bälle. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Spawnt er diese Bälle, die einen dann halt sofort anfliegen. Das ist richtig fies. Wow, okay. Jetzt verstehe ich, weswegen wir den Höllensnoge vorhin umgekombot haben. Den will ich definitiv auch so nicht länger haben. Ich wollte bloß in die Dampfbombe rein, aber du bist wenigstens wieder normal. Meine Güte. Der ist auf jeden Fall ein bisschen krass, danke. Der macht krasse Sachen. Nein, ach. Ich dachte nicht... Oh Gott. Okay, komm schon. Da nochmal rein. Muss ich sogar nachkombinieren. Das gab es schon eine Weile nicht mehr, dass ich so viel Tränke gefressen habe. Das gab es wirklich schon eine ganze Weile nicht mehr. Puh, der hat jetzt aber richtig gut Schaden gemacht. Der hatte auch einige fiese Kombos. Ja, komm schon. Da nochmal drauf. Vielleicht liegt er ja irgendwann nochmal wieder. Oh Mann. Okay, da humpelt er wenigstens. Ich hoffe, er wird nicht nochmal aggro. Weil dann passt das eigentlich. Puh. Das war schon eine fiese Sache. Wie gesagt, er ist aber dann halt auch echt krass, weil er halt überall diese Bälle spawnt. Das gefällt mir definitiv noch überhaupt nicht. Oh, was frisst du denn gerade eben? Ich sehe das nicht mal. Hä? Okay, bei mir hatte er gar nichts, was er fressen konnte. Von mir aus. Okay. Oh, haben wir den erlegt. Wow, das war richtig fies. Bist wieder da? Dann willkommen zurück.
Gut. Wir haben jetzt schon eine Weile überzogen. Ah, wir lassen es für heute. Ich habe mir gerade überlegt, wie wir es machen, aber ich würde mal sagen, wir lassen es für heute. War zwar das eine Mal bisschen blöd gelaufen, dass mein DS ausgegangen ist, aber ja, grundlegend lassen wir es mal so. Dann ist es auch so ungefähr gleich von der Zeit her, wie lang die Leute durften. Ja, passt schon. Ja, schon ziemlich krass drauf im G-Rank, muss man sagen. Das ist halt so eine Änderung, wo es wieder extrem, extrem hart wird. Und dann gibt es halt wieder andere Monster, wie zum Beispiel der... Ja gut, Berserker Zetsukaba gab es ja davor noch nicht, aber es gibt so manche Viecher, die sich kaum ändern von High zu G-Rank. Und dann gibt es halt solche Viecher, die so extrem viel krasser werden, weil sie einfach so eine Sache dazu bekommen, die den ganzen Kampf ändert. Das ist halt der Höllenzinnober. Takufo-Käfer. Okay, sehr schön. Oh, Harthorn. Auch eine sehr schöne Sache. Wunderbar, Jägerrang 104, sehr schön, nochmal eine Goldkrone, also nochmal größer in der Goldkrone. Auch ein bisschen übertrieben, aber okay, ich nehm's hin. Und jo, damit sind wir auf jeden Fall wieder ein gutes Stück weitergekommen. Wir haben, ja, eigentlich jetzt die nächste Queststufe freigeschalten, so muss man sagen. Wie gesagt, wir haben nochmal einige Quests geschafft, nächste Queststufe freigeschalten, der... Chaos-Mog Gormagala oder der besondere Gormagala ist ja dann theoretisch als nächstes Mal dran. Schauen wir mal, wie das läuft. Pinkes Cape merke ich erst jetzt. Ja, das ist halt, passt zu Aurelia. ja, wie gesagt, ist dann, denke ich, das nächste Mal dran. Wir haben dann auf jeden Fall noch ein paar Quests übrig. Vor allem größtenteils die fortgeschrittenen Quests. Aber grundlegend war es das dann auch schon mit G2 und dann sind wir auch schon in G3. Und da bin ich super gespannt, was uns dort noch so alles erwartet. Aber das sehen wir dann natürlich erst das nächste Mal. Ich stelle mich hier mal so ein bisschen in den Hintergrund. Kann mir hier mal ein bisschen winken. Und ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für euch wieder fürs Mitmachen. Waren wieder sehr schöne Runden. Und ja, dann sieht man sich auf jeden Fall das nächste Mal wieder, wenn es dann weitergeht mit 4 Ultimate. Wenn wir dann, wie gesagt, den G2 hoffentlich noch beenden, also zumindest auf jeden Fall noch gut weitermachen. Dann sind vielleicht noch ein, zwei Quests übrig, je nachdem wie viele dann noch kommen. Und dann können wir uns eigentlich schon gut vorbereiten auf den G3. Vielleicht habe ich bis dahin dann auch nochmal ein bisschen mehr Rüstung gefarmt. Schauen wir mal, vielleicht mache ich nochmal eine Farmrunde. Das nächste Mal machen wir dann vielleicht auch mal den Garuga. Dass wir den einfach auch mal sehen und dass ich da noch nur ein paar Sachen bekomme. Ja, schauen wir mal, wie es läuft, aber jetzt auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal dann. Also dann, ciao!